Ich zeige euch heute, wie man den Xbox 360 Controller auseinander nimmt und gegebenenfalls den analogen Button, also ein A-Pad oder ein D-Pad, den digitalen Pad hier unten reparieren kann, oder falls irgendwas mit den Knöpfen nicht stimmt, kann passieren, dass die klemmen oder nicht mehr reagieren, wenn man sie drückt. Und bei diesem Pad ist es so, dass, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen hören kann, hier ist ein anderer Druckmoment, sage ich mal, als von links und rechts, und dementsprechend ist das ziemlich scheiße. Wie ihr seht, hier liegt schon eine kleine Schraube rum. Zeige ich euch jetzt mal. Ich hoffe, die Kamera kann das so scharf stellen, wie benötigt. Ja, kriegt sie natürlich jetzt, doch, kriegt sie jetzt vielleicht hin. Also, das ist auf jeden Fall eine Torx-Schraube. Dazu braucht man natürlich einen Torx-Bit oder einen Torx-Schraubendreher. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier den von Proxon, ist ein 8er, also eine 8er Größe. Und das Spezielle daran, hoffe, das kann man irgendwie sehen, genau, da ist ein Loch drin. Und diese Schraube hat nämlich, das ist nämlich echt ein bisschen unfair gemacht von Microsoft, wie man sehen kann, hat hier oben eine kleine Spitze und dementsprechend passt das nur, ja, durch die Kamera, wenn der Torx-Bit auch wirklich ein Loch oben drin hat, logischerweise. Und das Problem dabei ist, jetzt kommt nämlich der nächste Effekt, an diese Schrauben hier kommen wir ganz problemlos dran. Die kann ich auch, da brauche ich noch nicht mal den Aufsatz, wie ihr seht, die kann ich einfach hier, zack, per Hand mit dem Bit, dem losen Bit drehen, lösen. Und bei dieser hier passt das auch noch, ich glaube, ne, da ist sie drin. Na, muss ich natürlich nur treffen mit diesem komischen Winkel, wie ich das hier halte. So, damit ihr das auch sehen könnt, genau. Also das funktioniert problemlos, aber jetzt haben wir hier dieser Seite und hier auch noch jeweils eine dieser Schrauben. Und das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Stellt jetzt gar nicht scharf die Kamera. Mensch, was soll denn das? Sorry, Leute. Ich hoffe, so geht's. So, und auf jeden Fall kommen wir mit dem Bit hier nicht rein. Wie ihr seht, ja, so, liegt das Bit hier an. Es gibt einige Videos, das ist ein ganz weiches Plastik. Man kann jetzt hingehen und rändelt das quasi so ein bisschen, bewegt hin und her, und dann ist das Loch groß genug und wir kommen ganz nach unten. Ist eine sehr unsaubere Möglichkeit. Ich möchte das möglichst nicht machen. Natürlich habe ich jetzt auch keinen Bock, mir so einen Torx 8 Schraubendreher mit Loch vorne drin zu kaufen, also habe ich mal nachgeguckt. Ich habe einen ganz einfachen Schlitz-Mikrodriver und der passt zufälligerweise genau neben diese Spitze hier rein, und dann kann man ihn drehen, wie ihr es sehen könnt. Also mit der Cam, das ist echt scheiße, da muss ich mich entschuldigen. Wie ihr sehen könnt, das passt hier. Das ist richtig cool, also es ist ein schöner Zufall, dass das passt. Und dementsprechend versuche ich das jetzt mal auseinanderzunehmen. Also fangen wir mal mit den einfachen Schrauben an. Wie auch gerade schon gesagt, so scharf gestellt, das geht, die habe ich schon raus. Dann können wir jetzt mal das Batteriepack rausnehmen. Hier drunter sitzt nämlich auch noch eine, da müssen wir gleich noch einen kleinen Schnitt machen. Ja, die sitzt was fester, aber das geht trotzdem per Hand. Ich glaube, ich nehme jetzt aber gleich den Schraubenzieheraufsatz, auch wenn es wirklich per Hand geht. Es geht einfacher damit. Und auch schneller. Also, ganz simpler Aufsatz, kennt jeder. So, und das ist auch magnetisch, das ist das Schöne daran, haben wir die Schraube direkt raus. Nehme direkt die daneben, die hatte ich ja gerade schon ein bisschen angedreht. Und zack, haben wir auch raus. Dann fehlt noch diese hier, Nummer 4, haben wir auch ganz schnell raus. Und jetzt kommt es an den schwierigen Part. Wir müssen wirklich diese beiden blöden Schrauben rauskriegen. Und das machen wir mit dem Schraubenzieher, wie gerade erwähnt. Versuchen hier, ein bisschen rangehen und ziehen. Noch daneben.
stellt sich doch schwieriger dar als gedacht. Versuchen wir erst nochmal die andere. Oh ja. Ich glaube, da war ich genau drin. So, da sind wir wieder. Also, wir haben jetzt Folgendes. Ich habe hier die Schrauben rausbekommen. Allerdings hatte ich versucht, so ein bisschen rauszubewegen, zu rändeln. Hat doch nicht geklappt, bin trotzdem nicht dran gekommen, weil mit dem einen Schlitzschraubendreher hat es nicht geklappt. Habe dann meinen Swiss & Wesson Schraubendreher genommen und mit dem bin ich dran gekommen und das hat perfekt geklappt. Also einfach mal gucken, ob ihr noch vielleicht irgendwie einen anderen Schlitzschraubendreher habt in der Größe. Mit irgendeinem wird es klappen. Als nächstes müssen wir jetzt hier unter dieser Seriennummer befindlich die letzte Schraube lösen. Und dazu machen wir die hier mal frei. So, wir sehen, könnt jetzt hier unten noch eine und dann wieder, ich kann es jetzt auch mal zeigen, hier einfach den Schraubendreher mit dem Schlitzschraubendreher. Na, macht das nicht. Einfach ein bisschen fester drücken. Ah, jetzt kommt sie. Aber geht hier mal auch einfacher. Also nehmen wir den. Na, geht das natürlich sehr einfach. Deswegen war das Video auch gerade pausiert, als es auch was länger gedauert hat. So, im nächsten Schritt müssen wir jetzt den Controller auseinandernehmen und das geht durch eine Art Hebelfunktion. Das heißt, wir müssen den unten links sowie unten rechts anheben und nach vorne hin leicht wegdrücken. Genau, und here we go. Da seht ihr es. Hier kommen die zwei Motoren, nicht wundern. Die hängen und baumeln hier einfach dran rum. Und so sieht das ganze Teil aus. Ja, und das ist eigentlich schon alles, wie man das ganze Teil auseinander nimmt. Die Knöpfe und alles kommen mir natürlich jetzt entgegen. Und je nachdem, welcher Part defekt ist, könnt ihr natürlich dann jetzt die Reparatur vornehmen. Also hier ist das Gummipad. Und bei mir ist es aktuell hier dieses D-Pad. Und da werde ich jetzt mal gucken müssen, warum das nicht richtig arbeitet. Da kann ich mir jetzt noch keinen Reim drauf machen. Aber was oftmals hilft, was ich schon bei einigen Controllern behoben habe, wenn man einfach ein bisschen Papier hier zwischenlegt, ein einfach doppelt gefaltetes Stück Papier, damit es ein bisschen dicker ist und dann gleicht es so ein bisschen aus, dann ist es nicht mehr ganz so rutschig da drin. Also das ist ein ganz simpler Trick, den man machen kann. Ansonsten, wenn die Knöpfe nicht stimmen, einfach mal gucken, was damit nicht genau in Ordnung ist und dementsprechend einfach anpassen. Also es ist wirklich ganz simpel aufgebaut, das Teil. Genau, und dann natürlich rückwärts wieder zusammensetzen. Aber gucken wir jetzt mal, ob wir das Papier da einsetzen können. Also, ich habe jetzt mal schnell ein Stück Papier geholt. Einfaches DIN A4-Blatt. Müssen wir uns jetzt eigentlich ein bisschen zurechtschneiden. So, erstmal ganz grob. Und dann fein und sauber schneiden wir uns hier mal ein Längsstück aus. Falten es doppelt. So, und im nächsten gucken wir mal, das muss man dann, hoffe, kann ihr sehen, ja, hier unten einsetzen. So, und ihr seht, steht das natürlich jetzt noch über, aber ihr seht, der Controller ist direkt schon, ich sag mal, kontrollierter. Und das muss jetzt noch gekürzt werden, wie ihr seht, das darf nicht überstehen, das ist wichtig. Das geht folgendermaßen, einfach zack, ein schöner Schnitt und im nächsten können wir es dann hier einsetzen. So, ihr seht, ist es jetzt auch schon ganz verschwunden und das war es jetzt erstmal. Jetzt können wir den Controller, also erstmal wieder das Gummipad hier draufsetzen. Es dient nur der Übertragung für die Plattform, also für die Platine. So. Okay, das passt wieder. Jetzt können wir den Controller wieder nehmen und einsetzen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, wie die Motoren da drin sitzen. Das ist so. Und so. Oh, wo ist die Kamera? Da. Okay, damit ihr das seht. Und jetzt hier wieder fein einsetzen. Ja. Oh, ich habe natürlich was ganz Wichtiges vergessen. Ihr werdet es schon bemerkt haben, dass sie noch lagen.
Knöpfe braucht man natürlich auch, das ist ganz klar. Andersrum. Dementsprechend natürlich hier oben noch rein. Das ist ein bisschen Frickelsarbeit, das kleine Geschisse hier. Mal gucken, dass wir natürlich die Löcher treffen. Das ist immer ein Mist mit diesem Plastikzeug. Ich frage mich, wie die das wirklich beim ersten Mal dann immer so optimal zusammengebaut bekommen. Also das geht nur über Training. Wenn man es dann öfter gemacht hat, geht es dann einfacher. Das ist mein erster Controller. Na. Irgendwo will er noch nicht, da muss man dann halt gucken. Ich kann gerade nicht nachvollziehen, warum noch nicht. Na, jetzt habe ich da hinten das Teil rausgedrückt. Also ich bin gleich am Verzweifeln. Na, jetzt haben wir ihn aber. Jetzt war er auf einmal da. So, und wie ihr hört, der hört sich jetzt schon anders an. Und sollte jetzt, ja, hier, hört ihr das? Auch wieder besser reagieren und kontrollierter zu steuern sein. Das ist auf jeden Fall cool gelungen. Ja, jetzt noch die, wie viel waren es? 7 Schrauben rein. Die 3, sowie die 3 und die 1. Und das war's dann. Gut, ich hoffe, ich konnte helfen.